Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf Alpha Logistik. Heute stehen wir mit einem Iveco Strahles Highway in Norddeutschland. Wir werden heute nämlich einmal von Travemünde nach Rostock fahren. Gemütliche 159 Kilometer. Ich würde sagen, wir lassen das gute Stück mal an und rollen langsam aber sicher los. Und das Video hier kommt natürlich wieder an einem Mittwoch. Was heißt das, wenn ein Video an einem Mittwoch kommt? Genau, es ist ein News-Video. Wir quatschen heute mal wieder um die die aktuellsten News von SCS Software rund um den ETS 2 und den ATS. Und ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal wieder Iveco, weil es zu Iveco ja gar keine News gibt. Und irgendwie fährt auch gefühlt mittlerweile keiner mehr Iveco, weil die Fahrzeuge von Iveco, die wir im Spiel haben, sind natürlich nicht mehr die aktuellsten. Sowohl vom tatsächlichen Baujahr als auch von der Umsetzungsqualität. Aber ich habe mir gedacht, wir fahren einfach mal wieder eine Runde mit dem Strahles. Weil eigentlich finde ich den gar nicht mal so verkehrt. Und ich kann auch nur bedingt nachvollziehen, warum so viele Leute ein Problem mit den Kisten haben. Aber gut, ist ein anderes Thema für ein anderes Video. Vielleicht könnte man irgendwann nochmal ein Video drüber machen, warum es denn keine neueren Iveco-Modelle im Spiel gibt. Aber ich denke, man braucht kein eigenes Video darüber zu machen, dass es hier offensichtlich entweder um Lizenzprobleme geht oder SCS weiß halt ganz genau, dass das nicht die beliebtesten Trucks im Spiel sind und macht deshalb andere Sachen vorher. Könnte ich mir beides vorstellen. Kursiert beides auch als Gerücht im Internet. Und dementsprechend braucht man da, glaube ich, gar nicht mehr so unfassbar viel drüber zu quatschen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall einmal davon auf die Landstraße und dann quatschen wir mal über die aktuellsten News. Und was ich nochmal hervorheben möchte, vielen, vielen Dank für euer wirklich positives Feedback, was Aufrufe und Likes angeht. Im letzten News-Video, das ist echt ziemlich gut nach vorne gegangen, vielen, vielen Dank dafür. Und da habe ich ja einen Titel geschrieben, der ETS 2 ist nicht tot, mit Ausrufezeichen. Klar, ist natürlich auch ein bisschen provokanter Titel, weil viele Leute ja gerne immer noch behaupten, der ETS 2 ist tot, SCS kümmert sich nur um den ATS und so weiter und so fort. Worauf ich damit eigentlich hinaus möchte, nicht nur aufs letzte Video, sondern auch darauf, dass wir in der letzten Woche, also ich nehme das hier am Dienstag auf, ihr seht das Video am Mittwoch, wenn Dienstagabend noch was kommt, dann könnt ihr meine Aussage wieder in die Tonne treten. Aber bis jetzt haben wir seit letzter Woche Mittwoch nur News zum ETS bekommen von SCS. Keine ATS-News war dabei. Kein Missouri, kein Arkansas, keine neuen Fahrzeuge, gar nichts. Es ging tatsächlich diese Woche nur um den ETS 2. Und das, finde ich, ist ein guter Punkt, um an das letzte Video anzuknüpfen, was ja, wie gesagt, den Titel hatte, der ETS 2 ist nicht tot. Aber was haben wir denn letzte Woche für News gehabt? Wir gucken einfach mal rein. Ich entsperre gerade mal mein Handy. So. Und zwar hatten wir zuallererst letzte Woche Mittwoch SCS on the Road, Fully Electric Scania 45R, Walkaround and Test Ride. Ist halt wieder so ein SCS on the Road Ding. Gibt es ein YouTube-Video zu. Da gucken sie sich halt im Prinzip diesen elektrischen Scania, den wir jetzt im Spiel bekommen haben, in der Realität mal an und quatschen da so ein bisschen drüber. Habe ich mir nicht angeguckt, werde ich aber sicherlich irgendwann mal tun, wenn ich vorm PC sitze und nichts zu gucken habe. Ist, finde ich, immer so eine ganz interessante Sache, diese SCS on the Road Dinger. Die liegen bei mir irgendwie bei YouTube immer so auf später ansehen und wenn ich gerade Langeweile habe oder ich habe nichts zu tun, dann gucke ich nebenbei immer mal wieder so ein Ding und das finde ich ganz lustig. Irgendwann haben sie mal so ein Walkaround bei irgendeinem US-Truck gemacht, ich glaube beim Volvo VNL oder so. Es hat mir tatsächlich sehr Spaß gemacht zu gucken und auch mal so eine Tour durchs, ich glaube, DAF-Museum war das damals, haben sie gemacht. Auch die hat mir Spaß gemacht anzugucken. Dementsprechend kann man sich auf YouTube später... Merkt man, dass ich schon einen ganzen Arbeitstag im Kundendienst hinter mir habe? Kann man sich auf YouTube immer auf später Ansehen legen und dann ist das, finde ich, ein ganz cooler Zeitvertreib so nebenher. Dann hatten wir letzte Woche Donnerstag Nordic Horizons, Building Nature and Mountains with Pavel. Und da ging es halt so ein bisschen um Berge und Natur im kommenden, wahrscheinlich nächstes Jahr kommenden Nordic Horizons DLC. Wir haben ein paar atemberaubende Bilder gesehen, sie haben auch ein paar Sachen dazu geschrieben. Ging auch viel um Pavel, also um den Typ, der dafür zuständig ist. Und ist tatsächlich ein sehr interessanter Artikel. Schaut es euch mal an, liest es euch durch. Die Bilder sind wirklich atemberaubend. Also die machen einem sehr viel Vorfreude aufs Nordic Horizons DLC. Ich bin ja immer jemand, der sagt, wird das wirklich besser als Nordskandinavien auf der ProMods?
und ich glaube langsam, es wird tatsächlich besser als Nordskandinavien auf der Promoz. So gerne ich die Promoz auch habe, das, was SCS da macht, sieht ein bisschen besser aus. Und die Straßen, die könnten von mir aus noch so ein Ticken enger sein. Ein bisschen herausfordernder, ein bisschen enger von den Spuren her. Das fände ich noch ganz cool. Aber wie das auf jeden Fall alles landschaftlich aussieht, Hut ab. Da bin ich wirklich sehr gehypt drauf. Dann hatten wir letzte Woche Freitag, also einen Tag später, einen Blogpost zu einer neuen Stadt in Griechenland, Trikala. Haben sie uns ein paar Bilder gezeigt. Ist wohl eine sehr geschichtsreiche Stadt, sehr alte Stadt oder antike Stadt vielleicht sogar schon. Und sie haben auch drüber geschrieben, dass die Innenstadt ein sehr enges Labyrinth an engen Seitenstraßen ist und sowas. Habe ich jetzt auf den Bildern aber tatsächlich nicht so gesehen, diese enge Seitenstraßengeschichte. Ich hoffe, da ist vielleicht auch mal was von befahrbar. Wir haben aber so ein paar schöne Bilder dazu bekommen. Das erste Bild gefällt mir richtig gut, wo man diesen Aktor sieht und im Hintergrund die Stadt. Mir gefällt aber auch das, muss ich gerade mal gucken, vierte Bild gut, wo man quasi so aus der POW-Perspektive in einem DAF sitzt und da so ein bisschen durch ein Industriegebiet fährt. Generell finde ich, Griechenland sieht. Man merkt zwar natürlich, dass es in der Nähe vom Westbalkan angesiedelt ist und dass das ein oder andere Asset wiederverwendet wird, aber es ist ja nicht schlimm, solange es realistisch ist. Aber ich finde, man merkt auf den bisherigen Bildern, die wir bekommen haben, auch sehr, sehr deutlich, dass das einen neuen und einen eigenen Vibe und neues und eigenes Fahrgefühl vermitteln wird. Freue ich mich schon sehr drauf. Wie gesagt, ihr könnt ja auf eurotrucksimulator2.com gehen und dann /Greece eingeben und dann seht ihr ja, wenn ihr dann auf dieser Website vom Griechenland DLC quasi seid, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, seht ihr, was noch alles für Blogposts kommen, was noch angekündigt ist. Und wenn ihr davon ausgeht, dass im Durchschnitt einer pro Woche kommt, dann kommt ihr zu dem Schluss, dass wir irgendwann Ende November, Ende Dezember das Griechenland DLC bekommen werden. Und ich glaube, das ist ja sowieso das, was wir vermutet haben. SCS hat es für dieses Jahr angekündigt, glaube ich. Dementsprechend haut das ja tatsächlich ziemlich gut hin. Gut, so viel dazu, so viel zu dieser ganzen Griechenland-Thematik. Eine weitere News haben wir aber noch gehabt, und zwar am Montag, für mich gestern, für euch vorgestern, wir haben ein neues DLC für den ETS 2 bekommen. Sie haben am Sonntag für Montagabend einen Special-Livestream angekündigt und ein Bild aus Griechenland gezeigt. Dann dachten alle Leute, hä, krass, jetzt schon Griechenland-Gameplay? Nee, war es tatsächlich nicht. Es war ganz anderes. Ich habe schon wieder so merkwürdige Lags. Ich habe jetzt ein, zwei Videos in letzter Zeit aufgenommen, wo sie weg waren, jetzt sind sie wieder da. Gut. Hier, das ist es. Wir haben ein Schmitz Cargo Bull DLC bekommen mit ein paar Trailern und ein paar Innenraum-Verschönerungsmöglichkeiten. Lizenziert von Schmitz für 3,99 €. Finde ich, ist ein guter Preis. Finde ich, ist ein gutes DLC. Kurz gefasst, kann man sich gönnen. Habe ich auch eine Mod-Vorstellung zu gemacht. Findet ihr auf dem Kanal. Ist das Video von Montagabend gewesen. Da hatte ich das hochgeladen. Und ja, guckt gerne mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert, aber ich denke mal, die meisten von euch werden das eh schon haben, weil, wie gesagt, das lohnt sich halt. Es ist nicht allzu teuer, man bekommt ein paar neue lizenzierte Trailer und ein bisschen neue Deko für die Kabine ins Spiel. Dementsprechend ist das alles fein von meiner Seite. Und jetzt werden sicherlich viele Leute von euch sagen, ja, das Tirsan Trailer Pack hast du dir auch nicht geholt, warum jetzt Schmitz? Tirsan hat mich halt einfach nicht gepackt. Es juckt mich einfach nicht. Es juckt mich einfach null. Ich kenne Tirsan Trailer nicht, ich habe keinerlei Verbindung dazu. Schmitz Cargo Bull, die Firma kennt man, die sieht man auch in Deutschland sehr oft, die Auflieger. Und dementsprechend war das für mich nochmal eine ganz andere Geschichte. Genauso wie Kiesbohrer. Kiesbohrer werde ich mir auch holen. Und ich glaube, irgendwas anderes war noch angekündigt aus dem deutschen Raum, das werde ich mir auch holen. Aber Tirsan hat mich, so leid es mir tut, leider wirklich so gar nicht abgeholt. Aber muss ja nicht alles jedem gefallen. Und das sage ich ja auch ganz ehrlich. Wenn mich irgendein DLC für ETS oder ATS nicht abholt und nicht interessiert und ich es mir nicht kaufe, dann kaufe ich es mir halt nicht. Ne? Und das heißt nicht, dass das Tirsan Trailer Pack schlecht umgesetzt ist. Ich bin mir sogar sicher, dass die Umsetzungsqualität von SCS top ist. Aber meinen persönlichen Geschmack trifft es halt nicht. Deswegen habe ich es mir nicht geholt. Das Schmitz DLC wiederum trifft meinen persönlichen Geschmack und ist auch sehr gut umgesetzt. Dementsprechend kann ich dann eine Empfehlung für aussprechen. Und das waren tatsächlich auch schon die News. Also wir haben tatsächlich nur ETS 2 News gehabt. Kann natürlich jetzt sein, dass am Dienstagabend ein ATS-Blogpost kommt. Dann, ist meine Aussage hinfällig. Aber auch dann haben wir ja
vier Newsbeiträge zum ETS 2 gehabt und einen zum ATS im Worst Case quasi. Ich glaube, damit kann man leben. Und ich glaube, damit ist auch ziemlich eindeutig bewiesen, dass der ETS 2 nicht tot ist. Wir haben jetzt mindestens zwei Trailer-DLCs noch Work in Progress, Casebohrer und das andere, der Name der Firma fällt mir nicht ein. Wir haben Schmidts Trailer-DLC bekommen. Wir wissen, dass noch ein paar Trucks Work in Progress sind. Wir wissen, dass das Germany Rework weiterhin Work in Progress ist. Wir wissen, dass Griechenland und Nordic Horizons kommt. Und eigentlich wissen wir ja auch, dass jetzt, wo die Schweiz sie bearbeitet ist, demnächst irgendwann noch ein weiteres Land dran sein wird. Also können wir im Prinzip abschließend sagen, der ETS 2 ist definitiv nicht tot. Das hat sich auch diese Woche wieder bewahrheitet. Und ich bin wirklich sehr gespannt, mit welchen News ich euch heute in einer Woche wieder aus dem ETS 2 begrüßen kann. Grüne Welle gibt es ja auch so gar nicht, ne? Einfach keine Option hier in Rostock. Wir müssten aber jeden Moment am Ziel sein. Ich müsste auch irgendwann mal... Es ist gerade frei, wir wechseln mal auf die rechte Spur, auch wenn wir hier dann so ein bisschen doof stehen. Wir müssen da vorne irgendwann mal rechts abbiegen. Und bevor dann wieder irgendwas neben uns ist, was weder schneller noch langsamer ist als wir, schummeln wir uns jetzt hier mal auf rechts. Ampel grün, wunderbar. Ich habe übrigens auch einen Kriechbaum-Sound für den Niveco mit dabei. Ich fahre den übrigens mit Schumis Update, also mit Schumis Rework und mit Kriechbaums Soundmod. Dementsprechend haben wir hier natürlich nicht mehr die normale, standardmäßige SCS-Version, die tatsächlich qualitativ ein bisschen veraltet ist, sondern zumindest mal so ein etwas aufgehübschteres Modell. Gut, hier müssen wir zumindest nicht an der Ampel stehen bleiben. Jetzt fahren wir nur noch hier einmal rechts ums Eck. Und dann sind wir auch, Gott sei Dank, schon an unserem Ziel angekommen. Und wie gesagt, ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir. Ich wollte jetzt nur noch schnell das News-Video machen und dann erstmal chillen. Erstmal runterkommen. Erstmal nicht reden. Weil wie das halt im Kundendienst so ist, wenn du den ganzen Tag redest, irgendwann ist vorbei mit Reden. Und dann versprichst du dich nur noch und dann hast du einen Knoten in der Zunge, dann ist halt irgendwann auch mal gut. Und dann musst du halt auch einfach mal eine Weile die Klappe halten. Sehr coole Abladestelle hier. Rechts so ein bisschen Werkstätten. Links so ein bisschen Pflanzenmarkt. Ich denke, den beliefern wir hier auch, oder? Boah. Ja, obwohl, ist ein Zaun dazwischen. Vielleicht gehört es doch nicht dazu. Keine Ahnung, irgendwas beliefern wir schon. Was haben wir eigentlich transportiert? Wir sind auf dem Bauernhof losgefahren. Hüttenkäse. Okay, Hüttenkäse werden wir nicht auf den Baumarkt bringen. Das macht nicht so viel Sinn. Oh, falscher Knopf. Sehr cooles Asset aber hier, wo wir abladen. Tja, ich musste es mir jetzt halt auch schwer machen, ne? Nach so einem langen Arbeitstag. Ich habe mich verdrückt. Dementsprechend müssen wir jetzt hier die schwerere Einparkmöglichkeit nehmen. Gucken wir doch mal, wie gut wir hier reinkommen. Oder gehört doch zusammen, weil hier ist halt ein Rolltor. Boah, ich denke, das wird gar nicht mal so schwer einzuparken. Ich denke, das sollten wir sogar relativ zügig hinkriegen. So, fahren wir hier langsam rechts um die Ecke. Im Optimalfall ohne den anderen Trailer, der hier steht, noch zu berühren. Dann ziehen wir das ganze Ding noch einmal gerade. Und dann hat das hier doch, würde ich sagen, kurz und schmerzlos funktioniert. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.